Willkommen zurück zum bestgetimten Streams in ganz Deutschland. Mein Name ist Dabu, euer Moderator für den heutigen Tag. Ihr könnt mir auf Twitter folgen, @DabuTV, D-A-B-O-O-TV. Das solltet ihr jetzt auch auf jeden Fall erledigen, denn das Spiel geht los. Und außerdem ist es die ESL One Belo Horizonte und jetzt ist meine Luft schon wieder am Ende. Pistol Round! Mausbots geht über die Ivy mit drei Leuten. Eine sehr probate Taktik, die immer wieder in der Pistol Round gespielt wird. Stüko lässt Taco mit Absicht am Leben, sodass Nothing den Kill bekommt, bevor der von Twist rausgenommen wird. Sunny tradet dann Neff und es geht weiter. Illustre Runde, Twist mitten auf dem Spot von Chris J dann geflankt und Mausbots Taktik geht auf. Drei Spieler, die über Ivy in den Spot schwärmen und zwei Spieler, die etwas verspätet, wenn die Ablenkung eben schon aufgenommen wurde, dazukommen und von Main und von vorne eben dann dazukommen. Drops mit einer ganz schnellen Anti-Eco. An der Galil. Nächste Anti-Eco wird für Mausbots etwas schneller. Ja, obwohl ähnlich schnell eigentlich. Lustigerweise ist Sunny über Main zum Pop-Talk gepusht und wurde dann von Nothing auf die Schulter geklopft. Verlieren sie aber ganz schön viel HP, die Jungs. Müssen ein bisschen vorsichtig sein. Twist hat selber noch eine Galil in der Hand. Und jetzt ist Nothing alleine hinter der E-Box. Oh, die Trail-Transition auf Twist. Leider nicht mehr geglückt. Liquid gewinnt auch glatt die Full-Eco gegen Mausbots. Wenn ihr etwas sterben seht, dann ist es mein Glauben an AKs. Ich weiß nicht. Also, die Runde darfst du halt nicht verlieren. Ah, kommt jetzt wieder irgendjemand daher und sagt, mach's besser. Kritik an Spielern, das sind Profis. Ja, aber ehrlich gesagt, darfst du halt gegen den Full Eco nicht verlieren. Das ist halt einfach so. Oder, ja. Dumm gelaufen. Sag ich mal. Dann auch total im also sie sind ja committed, sie stecken im Stack und werden da drin gehalten. Ist die Waffenrunde auch nicht ideal bisher gestartet mit Elise Double Kill. Aber Sunny kommt vom MTW wieder ein bisschen weiter zurück und Taco hat dann nur darauf gewartet, von Sunny rausgenommen zu werden. Twist aber schon auf der Grundlinie. Nothing schaut da schon so hin. Der kennt Liquid natürlich aus der amerikanischen Zeit noch relativ gut. Er hat jetzt auch die Ave mit dabei. Nichts, was er nicht könnte. Aber sicher nicht auf einem Niveau von Oscar. Oh, Twist. Nicht erwartet. Niemand schaut sich um. Stüko zeigt aber die Waffe. Das war gar nicht so schlecht, sich da so halb zu zeigen. Twist hätte noch geduldiger sein können. Aber das ist aus unserer Perspektive natürlich leicht zu sagen. Und jetzt war es gar nicht so schlecht, dass Mausbots die dritte Runde verloren hat. Denn deswegen ist der Reset hier umso härter. War also taktisch schon abgesprochen von Lambert und seinen Jungs. Nitro wird zwar die AWP saven, aber der Rest kann... Nächste Runde nur mit den $1400
walten. Und auf. Ja, Stüko hat sogar. Na, schade. Manchmal pieken sie in der letzten Sekunde noch um die Ecke. Stüko ist aber nicht so wirklich der Spielertyp dafür, der sowas macht. Da sehen wir nochmal jetzt gleich der gegen Taco. So eine Anti-Eco, Anti-Force-Buy im Endeffekt. Chris hat eine M4, Elish mit einer UMP, aber auch zwei CZs und eine davon hat natürlich schon den Kill gemacht. Chris hat kurz die Möglichkeit gehabt. Elish rutscht ihm da durch die Finger. Maus sollte nochmal rotieren. Natürlich jetzt sehr schwer für die Teams, die ersten Runden zu bewerten. Mausbots ist meistens einfach Main schnell raus oder Popdog schnell raus, hat da irgendwie rumgewurstelt, ein paar Kills gemacht, dann gab es einen Klatsch und dann war die Runde vorbei. Jetzt Elish auch wieder durch den Kistengang nach draußen. Checkt da schon alles ab. Liquid sollte sich also schon mal auf den B-Spot einstellen. Aber Chris holt sich Nitro. Jetzt kommen beide CTs von hinten. Boah, Sunny sofort gelegt. Chris, aber mit einer mega schnellen Reaktion im One-on-One. Taco kommt weiter, immer noch von hinten. Da, das Timing. Chris dreht sich um. Man denkt, er sieht ihn gleich. Und dann dreht er sich wieder weg, als Taco gerade erscheint. 3-2 für Mausbots. Heieieiei. Das sind so knappe Dinger. Irgendwie bleibt Liquid aber auch mit am Ball. B-Go von Mausbots. Mit 4 Mann sind sie schon drin. Noch keine Kills gefallen. Elish hat zwar ziemlich viel Damage bekommen. Geht nochmal in den Connector. Sunny hat da sich bemerkbar gemacht, aber zieht sich wieder in den Popdog zurück. Er will nicht down gehen beim Versuch des Backstabs. Da bleibt er lieber bei seinen Teammates. 4 gegen 5 Retake. Mausbots hat noch Equipment. Ah, Elish ist schon all in. Er hat nur 15 HP. Oh, der sieht nothing da. Der hat versucht, einfach als Joker stehen zu bleiben. Chris schnappt sich aber 2 Frags und der zeigt, dass er als Secondary AWP ist Chris besser als Primary AWP geworden. Also wenn du Chris neben Oscar vergleichst, wenn Chris die AWP in der Hand hat, kommt es dir vor, er wäre die Primary AWP und Oscar halt auch irgendwie, ja. Oscar ist ja nicht schlecht. Aber wenn du dann Chris mit davor vergleichst, hat er davor eher den Eindruck eines Secondary AWP-Lers gemacht und jetzt spielt er an dem Teil mega gut auf. Jetzt ist Oscar gerade nicht da, Chris wird zum Main AWP-Ler und spielt, als wäre er Guardian. So fühlt es sich für mich gerade an. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie gut Chris geworden ist in allen Belangen.
Er war vorher hauptsächlich AWPler, dann Rifler, dann wieder AWPler, dann Ingame Leader. Jetzt alles in Unison. Unglaublich. Also da hat sich Mausports schon den richtigen geangelt. Oh, Inish. Diese Plays von ihm. Immer wieder diese Lücken zu erhaschen. Aber es bringt dann auch nicht mehr viel. In diesen Situationen. Nitro hat sogar nochmal die Chance, was zu machen. Sie gehen doch nicht auf B. Sah gerade so aus, als würde Chris J vom Bombenträger Sunny vom Bombenträger begleitet werden. Das ist aber nicht der Fall. Chris und Stuko jetzt im 1 gegen 2. Denn Nitro hat gerade Sunny noch geschossen. Aber will Nitro das wirklich versuchen? Es schaut nicht so aus. Er hat kein Kit, er hat keine Smoke. Das sind eigentlich die beiden Grundzutaten, die du für einen Unterzahl-Retake brauchst. Die gesavte AWP für Liquid, die einzige Waffe. Mausports rennt mit der Scoreline davon. 5:2 schon auf der T-Seite von Train. Wir hatten es vorhin schon bei Big und NTC. Das war ganz knapp. Oh, Robs. Robs und Elish. Ja, okay, sie sehen sich vielleicht etwas ähnlich, aber irgendwie erinnert mich auch der Spielstil daran. Sie beide jung, aggressiv, schnell, aimstark. Gehen eben gerne diese Duelle ein. Und da sieht man Elish schon wieder mit der USP. Nitro, nothing. Beide mit der 0 und im N am Anfang. Sunny im 2-on-1 mit Stuko. Nitro, weiterhin bekannt im Popdog selbstverständlich. Er nimmt sich erstmal die AK mit. Bombe gerade gelegt, er smokt sich den Weg weiter. Ja, jetzt ist er wo hängen geblieben. Oder? Ich glaube, er hat im Smoke. Ich glaube, er hat im Smoke irgendwas. Irgendwo hat er sich eingehakt. Das sah mir danach aus, als würde er weitergehen wollen. Hat er vielleicht gedacht, dass sein Kit liegt? Vielleicht wollte er nur das Kit holen oder so. Aber er wechselt auf AK, das heißt, er will eigentlich rein. Bleibt dann irgendwie in der Smoke an einer Stelle stehen. Naja, wenigstens hilft die AWP ein weiteres Mal. Chris J's Kiss. Ja. 6:2, also für Mausports. Nothing gliedert sich ganz gut ein. Er rennt so mit, würde ich mal sagen. Das ist auf der T-Seite auch gar nicht schwer. Auf der CT-Seite trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
nächste Waffenrunde. Das ist der Schlüssel zum Spiel für Liquid. Wenn sie die nicht gewinnen, schaut's richtig schlecht aus für sie. Und der Fuß gespottet. Aber Taco macht dann nochmal einen Schritt zur Seite. Dadurch Robs ein kleines bisschen off. Spot schnell vorbereitet von Taco. Der wollte seine Nades noch loswerden, bevor er stirbt. Da war eigentlich auch keine Frage mehr, ob er stirbt oder nicht. Neff hat da zwischendrin noch einen geholt. Jetzt auch noch Nothing rausgenommen. Und das 2 und 4 für Mouseboards super schwierig. Elish ist schon wieder am Backstabben. Ja, das hat Christian schon gehört. Chris ganz ruhig, er braucht noch ein bisschen. Kannst erstmal legen. Perfekt. Jetzt schau, dass du mal vom Spot wegkommst. Da zu zweit so am Spot zu stehen, ist nicht so geil. Sie haben auch nichts mehr, um sich da zu befreien. Also, sie sind im Endeffekt dazu gezwungen, dort zu bleiben, wo sie gerade sind. Und Sunny macht einen Schritt nach vorne, holt sich da den Kill. Jetzt kommen die Flashes zum Tragen. Und Sunny Spray, super gut. Chris kann sogar Elish noch killen und dadurch gibt es ein One-on-One. Ich hätte ja nie gedacht, dass sie das halten können. Chris! Ah, er wird umlaufen von Nitro. Ich dachte, Nitro geht links rum. Chris rechts. Das hätte alles gepasst, aber Nitro springt irgendwie wieder zurück. Die Bombe. Au, oh, er hat kein Kit! Eieiei, er kann sogar noch diffusen. Ich hasse den Balken. Man sieht einfach irgendwie gar nicht, dass er überhaupt diffused wird. Warum sollte man da hochschauen, wenn man die Menschen in der Mitte hat? Ich finde, die ganzen neuen Bombentimer sind ja alle schön und gut, aber ich würde die eher zusätzlich zum normalen Diffuse-Timer anbieten. Wir haben ja unzählige verschiedene Versionen. Nichts geht einfach über den Diffuse-Balken. Über den ganz normalen im Interface. Ist einfach schön. Der einfach nur mit einer Zeitanzeige für den Spectator wäre auch schon eigentlich unmöglich. Oder etwas, wo man gleich sieht, ob es noch durchgeht oder nicht. Aber das nimmt die Spannung weg. Also lieber im Dunkeln. Die Runde ist super schnell eröffnet worden. 3 gegen 2 schon. Nitro macht einen guten Job an dieser einen AWP. Die gibt er einfach nicht her. Oh, zack, der Triple Kill von Nitro. Stiko kann wenigstens planten. Und Maus kann sich so gar nicht beschweren im Moment. Sie halten Liquid wenigstens davon ab, so richtig in Fahrt zu kommen. Auch diese Runde, wenn sie Liquid nochmal gewinnen würde, hätte finanziell kaum Impact für sie. Und Mouseboards kann dann fast schon wieder so ein Halfbeispiel spielen. Schön von Stiko. Den Diffuser rausgenommen. Taco hat kein Kit. Liegt da eins? Das wird knapp. Das wird verdammt knapp. Wenn das mal nicht durchgeht. Ich würde sagen, die explodiert. Boom. Mouseboards mit der nächsten Runde. Oh, da lächeln sie. Schaut euch diese Gesichter an. Einfach super schön. Chris ist einfach knuffig und wenn Nothing smilet, dann kannst du einfach nicht anders. Die nächste Runde ohne Waffen für Liquid. Das war auf Messerschneide gestanden. Ganz dicker Klatsch von Stiko. Der war entscheidend. Ich habe ja gesagt, der Schlüssel zu diesem Match. Liquid eine Runde gewonnen, eine verloren. Jetzt forcen sie runter, was geht. Ja, Robs hilft noch aus. Aber diese Force-Buys von Liquid sind trotzdem immer saugefährlich. Mouseboards jetzt auch mal wieder. Oder, ja, klassisch eigentlich auf A gegangen. Immer wieder A. Funktioniert auch perfekt. Also was heißt perfekt? Perfekt ist anders, aber wenn du auf A gehst, musst du damit rechnen, dass du tradest. Es ist eher die Ausnahme, dass du ohne Verluste oder ohne ein 3 gegen 2 oder sowas. Ist fast immer der Fall. Vor allem, wenn die CTs Waffen haben. Und selbst ohne Waffen hat man ja gesehen,
dass einige Tote zu beklagen waren bei Mousesports. Jetzt Nothing. Super schnell durchgelaufen. Perfekter Spawn. Mac 10 in Hand. Zwei Headshots gegen die savenden CTs. Gut gemacht von Nothing. Hat der Liquid überrascht. Hehe. Ist lustig wegen Russian. Und so. Manuel Schmarrn, ich bin schon zu lang live, keine Sorge. Mir geht's mental noch gut. Und jetzt nochmal eine schnelle Runde von Mousesports. Aha, Robs faken mit dem Molotov, dass sie warten und überrascht dann selber. Oder ist dann selber überrascht, da Taco trotzdem oben abaimt. Der Molotov sollte suggerieren, dass er keinen T lang braucht. Weil sie den TT blocken. Ja, 3 gegen 3 wieder. Christian noch im Pop-Dog. Aber Taco hält einfach die große Waffe und der lässt sich nicht unterkriegen. Der Brasilianer will weiterkommen. SKs Chancen sind auch nicht ganz gesichert. Also, die müssen da noch eine Prüfung überstehen. Chris J hat schon wieder 2 Kills gemacht und der Weg nach A steht ihm offen. Wenn Taco ihn da nicht... ich glaube, Taco hat gerade in die falsche Richtung geschaut. Oh, jetzt haben Popdog schon Nitro. Oh, Nitro schaut noch auf den Connector. Wow! Chris war nicht ready, leider. Jetzt steht Nitro oben auf dem Zug. Dass der sich schon so früh zeigt, obwohl Taco noch meilenweit weg ist. Ja, das war die verdiente Quittung. Jetzt Taco im 1-on-1. Chris wechselt nochmal die Position, aber da war Taco dann mit dem Rifle besser bewaffnet. 4K von Taco, 3K von Chris. Die haben es unter sich ausgemacht. Und Liquid hat endlich wieder eine Runde auf dem Scoreboard. Freuen brauchen sie sich darüber aber nicht. 9-4. Keine gute Scoreline für Liquid. Die endlich wieder aussehen wie das typische nordamerikanische Team. Nämlich dominiert von EU. Prefired die Smoke, geht aber nichts rein. Wäre jetzt ein Saving Grace gewesen, einfach so for free einen First Frag zu machen. Vorletzte Runde der Halbzeit. Liquid das 9-6 herstellt und die Piste gewinnt. Gar nicht so schlecht, aber Elise Crosshair war etwas zu weit rechts für diesen speziellen Doppeldrop. Ja, wenn die eben weiter rechts droppen, dann killt er womöglich sogar 2. So hat Mousesports Popdog eingenommen. 4 Spieler trotzdem noch am A-Spot. Überlegt euch das mal. Elish ist gerade im Popdog gestorben und trotzdem sind 4 Spieler am A-Spot. Nothing und Sunny machen nochmal 2 CTs klein. Jetzt kommt der Schaden von Robs und Co. auf dem Spot und Liquid hält ja gar nicht gegen. Krasses Highlight, auf jeden Fall. Ich frag mich gerade, was bei Liquid los ist. Also, bei Elish funktioniert es offensichtlich. Taco hat auch 14 Kills. Aber, ja, es sind halt viele solche Kills, weißt du?
hier mal in der Eco mit der CZ eingekillt, da noch einen rausgeholt, aber nichts, was Substanz hat. Taco steht jetzt oben. Das wäre die Möglichkeit im 4 gegen 5, aber Robs nimmt ihn gleich mal mit auf dem Weg zum B-Spot. Liquid hatte sich zu viert auf A verlegt und darauf gehofft, dass Taco die Information eben sofort weitergibt. Chris und Robs holen sich nochmal zwei Frags und Elish. Naja, es ist die letzte Runde der Halbzeit. Er muss rein, aber im 1 gegen 4 wird das nicht leicht. Wir haben auch nochmal den Molly. Der steht auch safe im Moment. Und Nothing lässt Elish gar nicht zum Bromspot kommen. Also 11 zu 4 für Mausboards. Eine sehr starke T-Seite. Und die war nicht so stark per se. Also die Shots hat Mausboards selbstverständlich getroffen. Aber taktisch war es jetzt nicht unbedingt krass versiert von Maus. Die meiste Zeit haben sie genau das gespielt. Ja, wir gehen Courtyard, E-Box, Zügel hoch und schauen dann die Grundlinien rein und holen uns dann da die Kills. Und immer wenn Liquid bieten wollte, hat Mausbots schon angeaimt. Also, viele Runden sehr schnell auch gespielt von Maus. Und dann die entscheidenden Clutches eben auch noch geholt. Ich sag nur Styko. Das war der Clutch der Runde, der Clutch der Halbzeit. War Stykos 1-on-2. Und es war auch immer eine knappe Runde, wenn Liquid mal eine gewonnen hat. Die konnten kaum Geld aufbauen. Hatten immer nur so Mixed Buys. Nitro hat 10-mal seine AWP gesaved und so. Alles nichts, alles nicht ganzes. Chris gegen Neff. Bombe wird in der Smoke gelegt, da hat auch niemand was dagegen. Ah, Nothing holt sich Twist. 5 gegen 3. Sunny ist schon super weit vorne. Die können eigentlich defusen. Ja, warum nicht? Elish sollte dann Fokus drauf haben eigentlich. Jetzt kommt der mit dem Kit an die Bombe. Nothing holt sich Nitro. Taco ist alleine und das wird eine Flawless Round mit, in Anführungsstrichen, Ninja Defuse. Tja. 12 zu 4. Eieieiei. Das ist... Das hat Liquid jetzt auch wiederum nicht verdient. Gestern noch 16-11 und 16-14 auf Inferno Cash gegen Quick gewonnen, die Liquid Boys. Jetzt verflüssigt sich das Ganze bei ihnen. Bombe aber wieder gelegt, also der Hoffnungsschimmer ist da. Und auf der T-Seite können sie ja ihre Heavy Hitters nochmal vorschicken. Können ja nochmal Taco und Elish benutzen, um schnell in die Runde zu kommen. Astico. Sehr ordentlich den Spot auch gecheckt. 13-4 also für Mausbots. Noch 3 Runden und sie sind im Halbfinale der ESL One Belo Horizonte. Und sie lassen es einfach aussehen. Da springt er um den Spot rum. Der erste Buy von Liquid und durch die ganzen Plans, die sie jetzt hatten in der ersten und zweiten Runde, haben sie super viel Granaten dabei. Bin mal gespannt, ob sie die auch einsetzen werden oder ob sie jetzt eher mal reinrushen als YOLO. Aber werden sie anscheinend nicht. Das finde ich auch gut so. Wäre eher eine Schnapsidee. Hey Leute, wir haben Full Nade Equip. Lass rushen. Yay. Da gehen wir rein. Nee, nee. So läuft das zum Glück nicht mehr bei Liquids. Aber das war halt schon wieder ein Schuss von Chris. Ist Oscar wirklich nicht dabei? Oder
haben wir da vielleicht die Namen einfach nur vertauscht oder so. Das sind Level, die Chris hier gerade zeigt. Die erinnern mich an die Scout-J-Phase 2013 und 14. Und ja, es geht einfach so weiter. Der Observer schont uns schon. Der will gar nicht mehr zeigen, wie krass Chris und Nothing treffen gerade. Switcht lieber da weg. Der Jugendschutz wird groß geschrieben. Also was Maus gerade mit Liquid anstellt. Ja, okay. Das war jetzt kein ernsthafter Versuch von Taco mehr, die Runde zu gewinnen. Elish hat schon eine Galil gekauft auch. Also ich bin hier nicht sicher, was der Rest so kaufen konnte. Und das ist sogar halbwegs okay. Eine Glock für Nitro dabei. Achso. Ich bin so ein Idiot. Sorry, ich bin schon zu lang live. Der hat eine UMP. Ich denke mir so, wie? Die geben ihm nicht meine Piste mit. Okay. Sorry. Das war echt. So, ich schaue auf die Piste. Ich denke mir so, wie? Der hat eine Glock. Jetzt rennen sie mal die Brown Holes durch. Ja. Braun wird's. Aber hauptsächlich wegen dem Blut der Tees, das verspritzt wird von Sunny. Da ist Liquid ganz schnell im 4 gegen 3. Und Mouseboards lehnt sich wieder zurück. Robs chillt auf dem Bombspot zwischen den beiden, was auch immer das ist. Nothing kommt schon dazu, aber Neff. Aha, der war sogar auf dem Bombspot. Robs down. Nothing hat zwei. Wow, schöne Reaktion vom Old Man. Ja, Ewigkeiten in der Szene, trotzdem noch frisch genug. 2 gegen 2. Taco mit dem Diegelbrett. Der hat bisher eine super Partie abgeliefert. Als Brasilianer will er natürlich vor der Stage, in die Stage, auf die Stage und vor den Fans spielen. Aber Stücke und Chris J sagen nein und gewinnen die 15. Runde von Mouseboards. Liquid muss sich damit gegen 11 Matchpoints behaupten. Auf der T-Seite von Train. Mit, ja, nicht dem besten Geld. Sie leben vom Loser-Bonus und den Plans im Moment. Also wenn ihr das nicht, also wenn das mal nicht hoffnungslos ist, dann weiß ich auch nicht. Sie haben auch gar nichts gebacken bekommen. Weder T noch CT. CT haben wir sie auch nie aggressiv in die Main gesehen. Elish hat da ab und zu mal gebackstabbt und dann popdogged. Ah ja, schauen wir mal. 4 gegen 4 schon. Taco mit 42 HP. Der ist down. Stücke killt Chris J, um Liquid wenigstens den Hauch einer Chance zu geben. Fair Play von Stücke. Finde ich gut, dass er das groß schreibt. Und jetzt will er mit der Nade aber gegen Twist, oder? Na, die hat keinen Schaden gemacht. Die ging auch irgendwo hin. Stücke will jetzt auch mal zeigen, aber Neff auf der Hut, oben auf dem Zug. Robs weiß dadurch, wo Neff ist. Er kann sich vorstellen, dass Twist nicht weit sein kann. Und er hat Twist schon gesehen. Oh, Robs, du bist so geil. Er lässt sie beide leben. Schau ihn dir an. Ein richtiger Pazifist. Robs hat kein Kit übrigens. Könnte später in der Runde noch eine tragende Rolle spielen. Robs kommt durch den Connector. Oh, Neff checkt das. Ah, nein! Oh, Neff killt ihn. Ich dachte mir schon, wenn sich Neff jetzt wieder umdreht und Robs diese Situation praktisch gewinnt, weil er das Diffuse-Kit sieht, dann hätte ich alles Mögliche gemacht. Alles Mögliche. Unvorstellbare Sachen hätte ich getan. Schade. Also ich hätte es gefallen, wenn es wenigstens ein One-on-One gewesen wäre. Was meint ihr, wie Neff ausrasten würde, wenn er sieht, dass Robs da umdreht wegen dem Diffuse-Kit und deswegen das Timing verrutscht und er dann gekillt wird, wenn er die Demo schaut? Boah, da wird mir der Hals platzen.
Ja, Sunny aimt eigentlich zum Pop-Dog, obwohl Nothing da drin steht. Das wird hoffentlich jetzt gleich kommuniziert. Ja, Sunny verändert die Position auch schon leicht. Keine Pausen. Breaks are for the weak. 10 Runden noch für Liquid. Die können auch keine Pause machen. Doch, vielleicht eine taktische, aber Chris J lässt sie nicht. Oh, hey, der war doch drauf. Ah ja, der war sogar drauf. Nitro und Twist killen aber auch noch welche. Sunny mit dem 3 gegen 2. Bombe nicht gelegt. Die ist auch noch lost. Und Styko steht neben der Bombe im Endeffekt. Sunny gleich im Heaven. Taco mit Fokus nach hinten. Twist steht auf dem Spot. Eigentlich eine starke Position, aber nur wenn du auch die entsprechenden Gegenwinkel hältst. Und das ist gerade nicht der Fall. Vor allem im 2 gegen 3 nicht. Taco alleine jetzt nach vorne unterwegs. Styko wird niedergesprayt. Sunny ist oben im Heaven. Und Robs kommt schon rein. 16 zu 5 für Mausport. Sie machen es relativ schnell dicht. Und Nothing freut sich wie ein Schnitzel. Und das vollkommen zurecht. Super Match. Gute individuelle Leistung auch vom alten Sack. Da hat er sich nicht lumpen lassen. Und selbstverständlich ist Taco, auch der Haaransatz will sich zeigen, aber Taco ist natürlich enttäuscht, dass sie es nicht gleich ins Halbfinale geschafft haben. Yes, indeed. Liquid ja, das stimmt mir auch Maschinen zu. Yes, indeed, sagt er. Sie haben sich schwer getan, die Liquid-Jungs. Und dass sie so vom Server gehauen wurden, das war ihrer eigentlich nicht würdig. Aber heute war Train ihrer nicht würdig. Also, ich weiß nicht, was da passiert ist auf Train, aber es war einfach ein Gekloppe. Und Mausports hatte den größeren Hammer. Deswegen sah es so aus, als hätte Mausports gar nicht, als müssten sie nicht mehr tun. Liquid hat sie gar nicht dazu gebracht, sich neu zu erfinden. Hier Ei, wie da, Pop-Dog hier, hier mal ein Fake, da ein B-Rush, obere Rampe durchpushen oder sowas alleine. Hat Mausports alles nicht gebraucht. Courtyard-Push, ah, let's go, ja. Du stellst dich hier hin, aimst ins MTW, du stellst dich dahin, aimst an den Zügen entlang in die Grundlinie rein, du aimst einen Connector und du hältst hinten. Ja klar, und dann machen die alle einen Kill und am Ende verliert Liquid hier sehr eindeutig, muss ich sagen. Und ich finde es schade, dass es so eindeutig war. Umso schöner aber auch zu sehen, dass Mausports diese Stand-In-Situation super gut verdaut hat offensichtlich. Wir gehen mal ganz kurz auf die Webseite, wenn ich die refreshed habe. Okay. Sekunde. Ich muss hier noch aufräumen. Waren noch Fremdseiten offen. Wir gehen auf 99 Damage und dann zeige ich euch, wo es lang geht. Und zwar hier in die Coverage. Und dann sehen wir, FaZe hat sich heute zum Halbfinale qualifiziert. Hey. Wir sehen, FaZe hat sich heute zum diese Werbung. Die Halbfinals qualifiziert. Space Soldiers nicht. Die spielen morgen um 16 Uhr gegen SK Gaming. Die Brasilianer mit ihrem amerikanischen Stewie haben sich schon von Space Soldiers, die Space Seegers, die haben gegen SK gesiegt auf jeden Fall. Und das wollen die morgen nochmal machen. 2:0 ging das Match davor aus. 16-13, 16-11 war also durchaus knapp. Aber da kann man drauf aufbauen. Space Soldiers also mit einer guten Chance selbst ins Halbfinale zu kommen. Aber SK ist zu Hause in Brasilien. Belo Horizonte, eine schöne Stadt mit super Horizont und SK will den noch etwas länger begutachten. Mausports hat sich jetzt zum Halbfinale qualifiziert mit einer Glanzleistung gegen Liquid, einem nicht ganz so problematischen Spiel gegen NTC, das 16-3 auf Train und das 16-12 auf Mirage, weitestgehend unproblematisch, auch wenn KNG ein absoluter Starspieler ist. Und jetzt geht Mausports ins Halbfinale. Und wir haben ein Interview mit Nothing und das wollen wir auf keinen Fall verpassen. Talk to me about how you're feeling, man. I think I just bent my USB. That's not a good sign. Anyways, yeah, it's been pretty cool. We're playing pretty simple. These guys have some cool, like,
simple tactics to counter like the obvious metas. So we have like the bare minimum there, and we have a way above the bare minimum in terms of skill. I'm just trying to get warmed up. I didn't play for the last week. I was over there casting in London, let alone compete for last year. So I'm starting to get, you know, there's still a little fire inside of me. So I'm just slowly trying to keep it lit. I would say that the fire is transformed into your beard, as it is a little bit redder than usual. I think it's because you're all fired up here, and it seemingly matches the outfit. Jordan, would you say that this kind of, dare I say, looser play style that you guys have with you in the lineup is going to yield you guys even better results than you expected here? Well, I think when you say the term loose, a lot of times people think you're just doing like FPL plays, but Robin, Mika, the coach, everyone, Chris, has given me a lot of just like simple instructions. We don't overextend here. We don't, you know, do this. And these guys have a lot of, you know, smart game sense. So really it's not so much as like playing loose in like an individual sense, but playing loose in the sense that like don't overanalyze the late game. Don't overanalyze when we get a kill. Just kind of try to hold hands, so to speak, and keep the trades happening, you know? Holding hands, something you're pretty good at, I think, in a weird sort of way. Now, the last question I have for you, Jordan. Last time you were in Brazil, you picked up a big W. That guy, you know, he looked up to you at one point. I think that's probably changed now. Anyway. I'm sitting over there watching him win these 1v2s. Like, I'm pumping him up, dude. The one on Inferno, it looked like he was playing with one hand, eating a sandwich with the other. It looked so easy for the kid. Rops is really good. Rops is really good. But tell me this. You've come to Brazil again. Are you guys going to hoist a trophy this time? Dude, I'm looking forward to it. All these wins so far for me are an upset because I can't come in expecting to beat these teams who have been doing so well. But for these guys, it looks like another walk in the park. I will say I'm always a finalist in Brazil, so I'm looking to become another one. And, excited to take down some people who don't think they're going to be taken down. Jordan with the takedowns. Thank you, Mr. Gilbert. We will be seeing you around. Alex, go ahead and sign this bad boy off. Ja, richtig nice, das Interview mit Nothing. Genauso erwarten wir uns das. Er macht das ja schon seit Millionen Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr das legendäre Jordan, ich zeige euch das, Nothing-Kung-Fu-Sprung-Meme kennt überhaupt. Das war, glaube ich, in einer der ersten ESEA-Seasons. Nothing, Jordan, Gilbert, Ninja, Jump. Das sollte schon funktionieren als Bildersuche. Holy moly. Much has happened. Das sind sogar Bilder, die ich gemacht habe. Nein, es ist nicht dabei. Okay, wartet. Ich muss das jetzt finden. Sonst glaubt ihr mir nicht. Nothing, ESEA, Jump.